Georgien, das Land am Kaukasus mit seinen 4,5 Millionen Einwohnern, steht vor großen Herausforderungen. I do believe that Eurovision Georgia brings changes in children's life, as well as their families and as well their communities. In einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren leistet World Vision Aufbauarbeit in regionalen Entwicklungsprojekten. There is poverty in Georgia, which is not of course comparable to the poverty we can find in Africa. But nevertheless, it's a real problem. Von der Hauptstadt Tiflis aus geht es rund 300 Kilometer nordwestlich Richtung Kutaisi. Hier herrscht Arbeitslosigkeit und eine große Armut. Das ist Quisha. Er ist 10 Jahre alt. Für ihn gehört das Wasserholen am Bach zum Alltag. Fließendes Wasser gibt es in seinem Zuhause bisher nicht. Das Haus ist baufällig, die Ausstattung auf das Allernötigste beschränkt. Vor allem die ländliche Bevölkerung Georgiens wartet bisher vergebens auf den Aufschwung. Die Lebensbedingungen in den Dörfern sind bis heute zum Teil prekär. Wie bei vielen Familien auf dem Land üblich, lebt auch Quishas Familie als Selbstversorger. Es reicht gerade zum Überleben. World Vision hat nun damit begonnen, diese Familien zu unterstützen. Noch ist es nur ein großer Wunsch, dass sich die Lebensbedingungen nachhaltig verbessern. Doch die Zuversicht der Familie überwiegt. Erste Fortschritte in der Landwirtschaft und Viehhaltung konnten bereits erzielt werden. Die Erträge sind größer geworden. Gerade in den Wintermonaten reichen die Essensvorräte nur knapp. Einseitige Ernährung schwächt die körperliche Entwicklung, vor allem bei den Kindern. Vitaminarme Nahrung macht anfälliger für Krankheiten. Quisha geht zu Fuß zur Schule. Manchmal mag er es nicht, die lange, rund 3 Kilometer lange Strecke zu laufen, vor allem bei Regenwetter. Dann kommt er nämlich völlig durchnässt im Schulhaus an. Im Bildungsbereich fördert World Vision in Georgien die Ausbildung von Lehrern. Die Qualität des Unterrichts soll verbessert werden. Wenn nötig, wird auch in die Infrastruktur und in Schulmaterial investiert. Bildung heißt Zukunftssicherung. Lehrer, Schüler und Eltern sollen auch für die Kinderrechte sensibilisiert werden. Der Schutz und das Wohlergehen der Kinder liegt im besonderen Interesse von World Vision. Mit finanzieller Unterstützung von Paten aus der Schweiz können derzeit über 500 Kinder und deren Familien gefördert werden. Damit die Gelder sinnvoll eingesetzt werden, findet regelmäßig ein Informationsaustausch mit den örtlichen World Vision-Mitarbeitern statt. Trotz der Armut, die gut sichtbar da ist, sind sie doch stolz auf ihr Land, auf die Leute, haben wirklich Motivation, um auch etwas jetzt da zu bewegen und zu verändern. Sie lieben vor allem Kinder und wollen eine bessere Zukunft für Kinder. Immer wieder suchen die Sozialarbeiter den direkten Kontakt zu den Familien. Visiting the families is very important because out of the professional services we are providing them, we have to keep the clear constant and very close relations to the families to understand their problems. That make us closer to the families and closer to the community. Die Familien in den Dörfern miteinander besser zu vernetzen, ist das Hauptanliegen der Entwicklungszusammenarbeit. Förderung der Partnerschaft und die Planung gemeinsamer Projekte, die dem ganzen Dorf zugutekommen, zahlen sich aus.
World Vision versucht hier zu koordinieren. Auch Quishas Mutter ist davon überzeugt, dass hier der Grundstein für die wirtschaftliche Entwicklung gelegt wird. Es braucht Zeit und Geduld, um Erfolge sichtbar zu machen. Der kleine Quisha wird weiter jeden Tag die Tiere auf die Weide bringen. Manchmal, wenn er über die Landschaft seiner Heimat schaut, beginnt er zu träumen. Das Land am Kaukasus hat gute Beziehungen zur Schweiz. Für Botschafter Günther Bechler leisten Hilfsorganisationen hier einen wichtigen Beitrag. World Vision ist neben anderen, die hier sind, eine sehr wichtige Organisation, die sehr stark versucht, eben im ländlichen Gebiet mit der lokalen Bevölkerung etwas aufzubauen. Wohin geht die Entwicklung? In welche Zukunft wachsen die Kinder Georgiens hinein? World Vision setzt alles daran, die Welt der Kinder zu verbessern. The Swiss people shouldn't forget Georgia, for the simple reason that with your support we are changing children's life. So, vielen Dank, merci beaucoup, grazie mille, and Didi Madlobe.